Hallo, Iceberg back to Keyboard. Ja, heute geht es um die Version 3 vom Grasshopper. Manche werden es, oder ich weiß keiner. Der Grasshopper war mein erster Mod, den ich hochgeladen habe, obwohl ich seit FS15 und seit FS15, 11 Mods mache, habe ich bisher keinen hochgeladen. Nun, ich möchte jetzt mal gerade was in eigener Sache oder in allgemeiner Sache sagen, weil das gibt ja eine längere Mod-Vorstellung und deswegen gibt es mehrere Videos. Und ja, wie gesagt, ich möchte mal im allgemeinen Teil anfangen. Ich habe den Mod gemacht, um Modding zu lernen, im praktischen Beispiel. Was ich da dann auch gelernt habe, nachdem ich den hochgeladen habe, wie die LS Community so tickt, wie dieses YouTuben so tickt und wie die Stimmungsmache und so weiter so funktioniert. Und ja, Punkt. Und nur so, da gibt es ja dann so Aktionen wie Respekt vor Mollers. Finde ich eine feine Sache. Ich finde auch, dass die YouTuber, wie sie so nennen, wirklich dieses Respekt vor Mollers auch leben und vorleben. Das heißt, dass sie in ihren Mod-Vorstellungen, Vlogs und was nicht alles so machen, wirklich diesen Thema leben. Im Großen und Ganzen ist es natürlich so, dass das nur, sagen wir mal, 10, 20 Leute sind. Der Rest von sind dann, sag ich mal, User, die dann ihre Kommentare abgeben zu den Mods. Und ja, was soll ich nahezu sagen? Manchmal, also die verstehen Modder nicht. Also zumindest verstehen sie mich nicht. Und ich habe da für mich deswegen jetzt, also ja, nehmt es jetzt nicht so ernst, die Aktion Igno for Double ins Leben gerufen, für mich privat, weil, also was da manchmal rüberkommt, ist schon wirklich strange. Weil im Endeffekt für mich ist nämlich das Spiel, ist das ein Computerspiel, der Name Simulator steht für mich hauptsächlich meinen Namen. Mit Simulationen hat es zuerst was zu tun mit FS15, da eine Physik Engine reinkam. Ihr kennt den More Realistic Mod im 13er. Eine Riesenleistung, was die Leute vor FS15 da geleistet haben, die Modder. Ein riesen Respekt von mir. Und aber für mich bleibt es ein Computerspiel und da muss ich mal dazu sagen, wenn ich einen Mod hier hochlade und ich schreibe da extra fett drüber Fun Mod, dann braucht keiner in den Kommentaren schreiben, was soll denn der Scheiß, weil ihr wisst gar nicht, wie wichtig diese Fun Mods für uns Modder sind, um zu lernen, wie was funktioniert, um zu sehen, wie Sachen zusammenspielen. Es ist ultra wichtig. Diese Fun-Mods sind 90% der Mods, die wir machen, sind im Endeffekt Fun-Mods, Spielmods. Und wenn wir die hochladen, dann sage ich mal so, dann ist das ein ganz großes Lob an die Community, dass sie das respektvoll, dass sie da damit respektvoll umgehen. Und ganz und dass sie
dass man sieht, was da von Feedback zurückkommt. Und da setzen wir ein ganz großes Vertrauen in euch, in die Community. Und wenn dann jemand kommt und zerreißt es, dann habe ich echt nicht verstanden, was wir hier machen. Viele verstehen es, und das ist jetzt auch der Grund, warum es die Version 3 gibt. So, ja, es war mein erster Mod und es wird wahrscheinlich unter Umständen mein letzter FS15 Mod sein. Da möchte ich nämlich nochmal, warum letzter FS15? Gut, FS17 ist im Anmarsch. Für FS15 gibt es schon viel. Gut, denn ich muss mir jetzt erstmal den 17er angucken, mal sehen, wie toll der denn wirklich wird. Also, ich bin da, ja gut, ich bin Schwabe, ja, nichts gesagt, ich glaube genug. Man wird einfach sehen, was da kommt. Was auf jeden Fall toll ist, von Giants Seite her, also was mit der Farmcon, was sie da gemacht haben, mein Gut, steckt Werbung dahinter und alles. Wie gesagt, ich bin da jetzt nicht so gehypt. Auf jeden Fall finde ich es gut, dass Giants jetzt in Kontakt mit uns Moddern sucht, mit den YouTubern sucht, mit den Usern sucht, und ja, mehr als löblich, was die da machen. Okay, jetzt kommen wir mal zum Mod. Was haben wir denn hier? Was hat uns denn jetzt der Eisberg da mitgebracht? Ihr kennt den ja vielleicht schon. Es ist eben der Grasshopper. Es kam ein und neun dazu, und das ist der Dank an die Leute. Ich glaube, der kommt euch genau gelegen. Ich hoffe es mal. Die Leute, die dankbar sind um jeglichen Mod, um jeglichen Upload, wenn er dann einigermaßen eine Qualität hat. Das ist der Slow-Mo. Ist im Endeffekt genau der gleiche wie der Grasshopper. Nur, dass er weniger Leistung hat. Das weniger Leistung und Slow, langsam, das heißt beim Eisberg jetzt nicht wirklich, dass da irgendwie weniger in der Büchse drin ist. Das Ding hat Wumms, ihr werdet es gleich sehen. Okay, was haben wir jetzt? Kaufen wir mal, die ganzen Kameraden haben alle das gleiche Shopbild. Und wenn wir jetzt rausgehen und gucken uns die an, dann wird es wunder so sein, dass die alle gleich aussehen. Da braucht ihr gar nicht suchen, ob ihr da einen Unterschied erkennt. Es gibt keinen, weil alle auf dem gleichen Modell basieren. Also, ja, alles gleiche Modell, Punkt aus. Zu den Texturen. Teile haben welche, teilweise habe ich sie selber erstellt, teilweise sind es vom U-Modell, wo ich mich nochmal herzlich bedanken will, damit, dass ich den Amazone Profi Hopper verwenden durfte. Ich danke auch den Moddern, wo ich Zeug in Clean habe, in Anführungszeichen, die mich nicht angeflamed haben, dass ich von ihnen Teile geklaut habe. Zu denen möchte ich sagen, großes, recht herzliches Dankeschön. Ich weiß, was dahinter steckt, und ja, das sind so viele Teile verbaut. Ich habe jetzt mir gespart, aber jeden nachzufragen. Ja, was ist in der Version 3.0 grundlegend neu? Im Endeffekt grundlegend neu ist, er hat mal eine ordentliche Collision gekriegt. Also eine ordentliche Hauptcollision gekriegt. Er ist physikalisch dahingehend überarbeitet, dass das jetzt, also da ist jetzt eben die 1,5 Jahre Erfahrung steckt da drin, und dadurch funktioniert der fahrtechnisch, fahreigenschaftstechnisch noch ein bisschen besser, damit man erkennen kann, in was man gerade sitzt.
habe ich immer auch einen Spoiler drauf gepinselt, in was ihr denn gerade so sitzt. Ja, und steigt nun ein, gehen ein. Also hier habt ihr den Slow-Mo, den Gras Harvest, den Gras Truck, da muss ich ein bisschen drauf zoomen, und den Gras Hopper. So, also Version 3.0, im Endeffekt alles gleich, von außen, aber ihr habt es wie gesagt so eine Hauptcollision. Ich kann nochmal das Ding einschalten, das ist jetzt hier schwer zu sehen. Ihr werdet sehen, vielleicht kriegt dann auch mal der Carbon irgendwas geladen. Carbon, einen schönen Gruß an dich. So, ja, das war der erste Teil und zu dem technischen Krams kommen wir dann im zweiten Teil. Ich hoffe, ihr guckt euch das auch an. Schönen Tag, ciao.